Moin meine lieben Filmfreunde, bei Netflix ist ein neuer Actionfilm gestartet. Er nennt sich Cop Shop und genau über diesen Film möchte ich in diesem Video sprechen. Ich erzähle euch, worum geht es, was erwartet euch und wie finde ich ihn persönlich. Das natürlich spoilerfrei, damit ihr danach entscheiden könnt, ob ihr euch den Film anschaut. Und falls ihr euch den Film schon angeschaut habt, wisst ihr nach dem Video, wie ich ihn finde. Mein Name ist Ren, das hier ist Filmflash und wenn ihr keine News, Tipps, Neustarts oder aber auch Reviews aus der Filmwelt verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal, macht euch ein Getränk und dann... Ab geht's. Ja, meine lieben Filmfreunde, seit dem 14. Januar 2022 könnt ihr bei Netflix den Film Cop Shop schauen. Cop Shop ist im Genre Action angesiedelt, hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 50 Minuten in etwa und Netflix sagt, den kannst du dir ab 16 Jahren anschauen. Ja, im Film selbst geht es um einen Trickbetrüger, der sich bewusst von ein paar Kleinstadt-Sheriffs einsperren lässt, damit er vor ein paar anderen Menschen in Sicherheit ist, die ihn an den Kragen wollen. Das Problem ist, er hat die Rechnung mit einem gewissen Auftragskiller wohl nicht gemacht, der sich ebenfalls einsperren lässt, um an den Trickbetrüger ranzukommen. Und diese Situation führt zu jede Menge Zerstörung, Mord und einem Western-Feeling, welches hätte noch ausgereifter sein können und trotzdem jede Menge Action verspricht. Cop Shop ist ein Film, der in UK unter anderem durch STX-Films ins Kino kam und Netflix ihn sich dann noch gesichert hat, um ihn bei Netflix als Original zu zeigen. Cop Shop bringt uns zum einen Frank Grillo als Trickbetrüger, Gerard Butler als Auftragskiller und Alexis Lauder als Polizistin, die versucht, das Richtige zu tun und irgendwie hier versucht auch, ja, die Seite des Gesetzes zu repräsentieren, auch wenn das ihr hier gar nicht mal so einfach fällt. Cop Shop ist ein Actioner, der jetzt keine große Tiefe liefert. Nee. Die Story ist wirklich recht simpel und ziemlich überdreht und trotzdem schafft sie es, einfach zu unterhalten. Man sollte hier überhaupt nichts Großes erwarten, denn dieser Film spielt hauptsächlich in der Polizeistation und hier wird der eine von dem anderen einfach umgenietet und man sollte das Ganze gar nicht mal hinterfragen. Aber es macht durchaus Spaß, weil vor allem Frank Grillo und Gerard Butler es schaffen, in ihrer ganz eigenen Art, die wir schon aus zig anderen Filmen von ihnen kennen, zu überzeugen. Manchmal muss man sogar schauen, wer übertrumpft hier eigentlich gerade wen. Das heißt jetzt nicht, dass die mehrdimensionale Charaktere haben, nee, das ist alles schon sehr einseitig, aber es funktioniert. Diese mürrischen Männer, die einfach ihr ganz eigenes Ding durchziehen und ich als großer Gerard Butler-Fan schaue mir das echt gerne an. Und hatte einfach meinen Spaß. Zusätzlich gibt es dann eben noch die, sagen wir, ambitionierte Polizistin, die auch ihren Job recht gut macht, wobei ich nicht so ganz überzeugt war von dem, was da wirklich gerade mit ihr passiert. Und dann gibt es auch noch ein paar Nebencharaktere, wo der eine so richtig, richtig abgedreht ist und dadurch so eine ganz neue Ebene reinbringt. Und dann gibt es auch wieder jede Menge dumme Dorfpolizisten, muss man leider so sagen. Cop Shop ist also kein Meisterwerk, aber Cop Shop ist etwas, was man gut abends auf der Couch sich anschauen kann. Ich würde sagen, dieser Film ist auf jeden Fall für alle Gerard Butler, aber natürlich auch Frank Grillo-Fans. Und um euch das noch ein bisschen näher zu bringen, ob das was für euch sein könnte, möchte ich hier einmal erwähnen, wer das Ganze denn inszeniert hat. Joe Carnahan hat es getan. Er hat natürlich unter anderem auch den neuen A-Team-Film gemacht. Neu, okay, der ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt, den A-Team-Film gemacht. Aber viel wichtiger, um das in den Vergleich mit Cop Shop zu setzen, sind hier wohl Smoking Aces, den ich damals großartig fand, und zuletzt Boss Level mit Frank Grillo. Wer diese beiden Filme mochte oder immer noch mag, der kann sich auch gut Cop Shop anschauen. Man versucht sich hier auf ein minimales Setting zu fokussieren und so viel Action da reinzupacken, wie es nur geht. Ob es Sinn macht, interessiert hier keinen an dieser Stelle. Ich persönlich hatte wirklich meinen Spaß mit diesem Film, kann mich überhaupt nicht beschweren und war am Ende des Filmes sogar so weit, dass ich sagen muss, ich würde gerne einen kompletten Film über den Auftragskiller von Gerard Butler anschauen. Ich würde sagen, vom Charakter her geht er in so ein bisschen Richtung Criminal Squad, wo er ja auch eher so einen mürrischen, ja, sagen wir, knallharten Typen spielt, der trotzdem auch Herz beweist. Und das funktioniert im Zusammenspiel mit Frank Grillo, aber auch mit Alexis Lauder enorm gut. Also, der Film unterhält, kriegt von mir eine
3 Sterne von 5, ist also wirklich solide für abends auf der Couch, aber auch definitiv nicht mehr. Ich habe Bock auf Gerard Butler in einer Fortsetzung. Ihr könnt mir eure Meinung jetzt gerne unten reinschreiben, aber das natürlich bitte spoilerfrei. Cop Shop, jetzt bei Netflix. Schaut ihn euch an, wenn ihr auf Action steht wie Smoking Aces oder Boss Level.